Salut Thomas und willkommen bei Kiss My Wheels. Kiss My Wheels. Wie Sie jetzt wissen, wir wählen für Sie die besten Elektroscooter aus für uns in der Schweiz. Heute werde ich Ihnen der VZ 9 Plus vorstellen. In 4 Seiten. Erstmal Produktbeschreibung, Benutzeranleitung, Wartung und Zubehör. Wir fangen gleich an. Der VZ 9 Plus ist ganz klar ein Bestseller bei uns seit 2 Jahren. Vorteil ist, er ist in 3 Varianten verfügbar, das heißt mit 3 verschiedenen Batteriengröße, 15,6 Ampere, 19,2 oder 21 Ampere. Mit 21 Ampere Akku erreichen Sie eigentlich bis 100 km Reichweite und mit 15,6 Ampere ungefähr 60 km. Wir haben auch 2 Versionen, straßenzulässig oder nicht straßenzulässig. Straßenzulässig heißt, er ist gedrosselt, 22 km/h und hat in die 2 Motoren 250 Watt vorne und 250 Watt hinten. Also die Motoren sind gedrosselt. Sonst ist der 9 Plus auch in einer nicht straßenzulässigen Version verfügbar. Dann hat er pro Motor 650 Watt und Maxgeschwindigkeit bis 55 km/h. Natürlich, das reduziert die Reichweite, wenn Sie mit 2 Motoren und ganz schnell fahren. Batterien, also wie gesagt, die Spannung von Batterien 15,6, 19,2 oder 21. Alle drei haben einen 48 Volt Controller und Gewicht vom Scooter ist 28 Kilo. Benutzeranleitung vom VZ 9 Plus. Also ganz einfach, da haben Sie einen Klappmechanismus vorne, können Sie jetzt ganz schnell zusammenklappen und das ist eigentlich sehr robust. Lenker können Sie auch, so ist geschlossen, Lenker können Sie auch zusammen, also die Griffe kann man zusammenklappen, dass er so wenig Platz wie möglich nimmt im Zug oder zum Beispiel im Auto. Ladebuchsen sind hier. Das Scooter hat vorne und hinten Federung und die Federung ist einstellbar. Deswegen hat er hier vorne und hinten Schrauben. Da können Sie die Federung einstellen. Die 15,6 Ampere Version hat Scheibenbremsen vorne und hinten mit Kabel. Und die 19 Ampere und 21 Ampere Versionen haben hydraulische Bremsen vorne und hinten. Wartung bei den VZ 9 Plus erstmal sehr, sehr wichtig. Luftdruck immer kontrollieren vorne und hinten einmal pro Woche mindestens. Und da brauchen Sie 3,5 Bar vorne und hinten. Sonst Luftdruck ja wichtig. Batterie, man fährt nicht, wenn es stark regnet. Also nasse Straßen, Kleinregen ist okay. Stark Regen oder Schnee lieber nicht fahren. Wir können aber für 35 Franken noch zusätzliches Silikon machen, aber ist trotzdem nicht zu 100% wasserbeständig. Muss man immer aufpassen. Sonst regelmäßig Service bei uns durchführen lassen. Dann müssen wir ab und zu die Bremsbeläge, Scheiben wechseln und natürlich die Reifen. Das Scooter hat vorne Licht natürlich, hinten auch und Blinker. Ich zeige Ihnen, ich habe Ihnen das Display schon gezeigt. So sieht das Display vom VZ 9 Plus aus. Startknopf ist hier in der Mitte, 3 Sekunden drücken, dann will er meine Karte sehen. Sie bekommen mit dem Scooter 3 NFC RFID Karten. Das ist einfach hier oben drauf auf das Logo und er startet. Hier habe ich die Gänge, er hat 3 Gänge, stand hier mit Plus und Minus die Gänge wechseln. Geschwindigkeit wird hier angezeigt, Kilometerstand und Akku. Dann habe ich hier Glocke und DBM ist Dual Drive, also Motor vorne aktivieren oder deaktivieren. Die Bremsen und hier sind die Knöpfe für Blinker. Es blinkt vorne. Es blinkt 5 Sekunden und schaltet es von allein aus. Licht zu starten, einfach 3 Sekunden auf Plus drücken und dann habe ich Licht vorne und hinten angeschaltet.
Zubehör für der VSET 9 Plus, also Bestseller. Da habe ich für euch drei Stück, drei Zubehör vorbereitet. Erstmal ein GPS-Tracker, funktioniert ohne SIM-Karte. Und also die Batterie drin hält 6 Monate, muss einfach im Trittbrett gebaut werden und ist natürlich mit Handy verbunden. Das heißt, da haben Sie einen Bewegungsalarm drin. Sobald der Scooter sich bewegt und Sie nicht da sind, dann bekommen Sie per SMS direkt eine Meldung, dass etwas los ist, und ist sehr effizient, funktioniert sehr, sehr gut. Sonst noch ein Bestseller bei Zubehör, die Elektropumpe. Ich habe euch gesagt, man muss Luftdruck einmal pro Woche kontrollieren mit 3,5 Bar. Und da haben Sie dann zu Hause oder im Rucksack eine Pumpe immer dabei. Und dann noch Nummer 3, ein Handyhalter. Ist sehr, sehr praktisch, immer Handy direkt am Lenker befestigen zu können. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen gefällt hat. Sie finden viel mehr Informationen über der Elektroscooter VSET 9 Plus auf unserer Website kissmywheels.ch. Es gibt dort noch mehr Videos, Bilder, Spezifikationen von Scooter und von anderen Produkten. Sie können natürlich der Scooter bei uns im Shop probefahren werden. Mehr Laden in der Schweiz und sind bei Fragen immer per Telefon, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok sehr schnell erreichbar. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao.